Herzlich hallo willkommen. Liebe Kinder, herzlich willkommen zu unserem ersten Kindergottesdienst, den ihr auf YouTube sehen werdet. Online. Online. Wow. Wir freuen uns total. Sascha und ich sind hier im Kigo-Raum und ihr erkennt hoffentlich unsere tollen Giraffen wieder. Genau. Und wir freuen uns einfach, dass ihr da seid. Wir vermissen euch echt sehr und finden das schade, dass wir gerade keine Gottesdienste haben. Aber hey, wir treten so mit euch in Kontakt und wir hoffen, ihr habt zu Hause auch eine gute Zeit mit euren Leuten, mit euren Eltern und Geschwistern und könnt es einfach auch ein bisschen genießen, jetzt nicht zur Schule zu müssen. Ja. Wir würden jetzt an dieser Stelle alle Neuen begrüßen. Ja, können wir herzlich nicht. Willkommen, ihr Neuen. Herzlich willkommen, ihr Neuen, die uns noch nicht kennt. Schön, dass ihr zugeschaltet habt. Wir denken auch an die Geburtstagskinder. Mhm. Wir wünschen euch alles Gute, die ihr jetzt Geburtstag hattet, gratulieren euch von ganzem Herzen, wünschen euch Gottes Segen für euer neues Lebensjahr und hoffen, ihr habt euch richtig cool feiern lassen und habt schöne Geschenke bekommen. Ach, genau. Ich hab was vergessen. Ja. Komm, jetzt 1, 2, 3. Happy Birthday! Was wir an dieser Stelle auch immer machen, ist ein Spiel. Ja, genau. Da freue ich mich immer besonders drauf. Da freut sich Sascha. Kennt das ja von mir. Wir würden jetzt gerne Feuer, Wasser, Sturm spielen, aber zu zweit ist das langweilig. Zu zweit ist es langweilig. Hast du dir was ausgedacht, Patti? Ich habe mir was ausgedacht. Ja, cool. So, bin ich gespannt. Und zwar habe ich mir Hangman ausgedacht. Wow. Ich habe da mal was vorbereitet. So, und lieber Sascha, du weißt ja, dass wir, welches Thema hatten im Kigo die letzten? Taufe. Taufe, genau. Genau. Unser Thema war Taufe. Und ich habe mir gedacht, du kannst ja mal ein paar Begriffe raten. Sehr du gerne. Hast eine Minute Zeit. Für drei oder für jeden? Nee, für jeden Begriff eine Minute. Und ihr könnt zu Hause einfach mal mitraten. Stoppt die Zeit. Vielleicht seid ihr schneller als ich. Vielleicht seid ihr schneller. Und wenn ich es überhaupt schaffe. Es geht los. Taufe. Nein. Ach, ein E. Ein A. Ein U. Ein T. Und ein F. Falsch. Was? Falsch. Du hast mich aufs falsche Eis geführt. Ein B. Richtig. Woo! Herzlichen Glückwunsch. Boah, noch fast 27 Sekunden sind über. Hammer. Hast du mich fast ausgetrickst. Also hier kriegst du was zum Essen. So, und das nächste Wort. Ja. Auf die Plätze. Fertig. Kaufe wieder ein E. Du kaufst ein E. Nein. Gibt es ja gar nicht. E kommt so oft vor. Ein A. Richtig. Ein A. Ein O. Ein O. Ein S. Nein. Nicht. Was gibt es noch für Buchstaben? Na, da haben wir noch ein paar, ne? Ein T. Ein R. Richtig. Oh, das ist ja schwierig. Ein F. Nein, kein F. Ein schnell, schnell, du hast noch 23 Sekunden Zeit. Kein U. Ein B? Nein. Seid ihr schon drauf gekommen zu Hause? 14 Sekunden. Helft mir. Ein ja, wenn der Sascha euch jetzt hören könnte. Nein, auch nicht. Ein 4 Sekunden. Keine Ahnung. Vorbei. Nein, es ist, geh mal aus, es war der Jordan. Natürlich ein Jordan. Jordan, was war mit dem Jordan? Weißt du das noch, Sascha, wieso ich das ausgewählt habe? Wer wurde im Jordan getauft? Kein geringerer als... Ich glaube, Jesus, oder? Es könnte Jesus gewesen sein, genau. Könnt ihr auch mal nachlesen, Kinder. Und wieso habe ich eigentlich das Wort Taube genommen? Hatte auch irgendwas mit Jordan zu tun, weil nämlich als Jesus getauft wurde, konnte man im Himmel eine Taube sehen. Und dann sagte Gott halt, das ist mein geliebter Sohn und die Taube sollte den Heiligen Geist symbolisieren.
Jetzt, wo du es sagst, kann ich mich erinnern. Ja, ihr könnt das auch alles nachlesen, ne? Genau. Ihr habt jetzt ja Zeit dafür, fragt mal Mama, Papa. Aber wir haben noch was anderes. Ein das sieht Wort ja ewig lang aus. Noch, ja, aber ich konnte dir die zweite Süßigkeit jetzt leider nicht geben. Ne? Ja, sorry. Schade. Aber eine hast du ja noch Zeit. Eine Minute und los. Ein E. Ein E. Ja. Treffer, jawohl. Ein A. Ein J. Nein. Ein S. Ein T. Ein G. Das ist echt lang. Das ein langes Wort. Eieiei, ein U. Ein U. Ein F. Ja, richtig. 26 Sekunden. Ein Z. Ich sehe es schon. Du bist auf dem richtigen Weg. Ich glaube noch ein N. Ja. Und eventuell noch ein I. Ein I, richtig. Und dann ist es Taufzeugnis. Jawohl. Es ist Taufzeugnis, ja. Ich freue mich. Ja. Ein Taufzeugnis haben wir einfach immer so dabei, weil wir hören wollen, was haben denn die Menschen erlebt, dass es dazu kam, dass sie sich taufen lassen. Richtig. Sehr gut. Danke, dass du das mitgespielt hast, Sascha. Ja, ich freue mich auch über die Süßigkeiten. Ja, ihr könnt euch jetzt auch was Süßes nehmen, wenn ihr es geschafft habt. Ja, Rechnung an Martin. Rechnung an mich, genau. Ja, richtig cool. Jetzt kommen wir zu unserer kreativen Minute. Und zwar brauchen wir dafür eure Hilfe. Wir haben in unserem Kigo-Raum eine schöne gelbe Wand, so ein bisschen wie hier den Hintergrund. Und wir möchten da gerne einen Geburtstagskalender gestalten. Ihr kennt das ja schon. Ich habe ja ganz viele Fotos von euch gemacht. Genau. Die einen waren ja weniger erfreut, die anderen waren sehr erfreut. Aber das ist zum Beispiel das Foto vom Alberindo. Das ist der Alberindo. Ich habe mal hier ein Muster. Das ist eine Krone, weil wir sind ja die Königskids. Und deswegen haben wir gedacht, eine Krone, eine coole Idee. Und da soll halt von jedem ein Foto sein, drauf sein. Der Name, Alberindo, unser Mitarbeiter, und sein Geburtsdatum. Ich habe das jetzt mal auf den 1.1.1990 gelegt. Das passt. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ist auf jeden Fall, denke ich, ganz gut. So. Ja, kommt hin. Und es ist so, dass wir uns wünschen, dass alle Kronen halt gleich sind. Und da könnt ihr eine Mail ans Gemeindebüro schicken oder an mich und könnt dort das Muster bekommen. Wir schicken euch das dann per E-Mail zu. Dann könnt ihr das ausschneiden und das schon mal beschriften mit eurem Namen, eurem Geburtsdatum. Wie gesagt, Name, Geburtsdatum. Und dann könnt ihr, wenn ihr es selbst habt, ein Foto draufkleben oder wir kleben dann die Fotos drauf, die wir schon haben. Also das wäre wirklich cool, wenn ihr uns auf diese Art und Weise helfen könntet. Ich bin jetzt schon richtig gespannt, wie die Wand dann am Ende aussieht. Ja. So viele Kinder und auch mehr Mitarbeiter kommen da dran. Und wenn wir wieder anfangen, wenn wir wieder starten können nach Corona, dann wird der Geburtstagskalender an der Wand installiert sein und dann werdet ihr das schon sehen können. Also da freue ich mich auch schon riesig drauf. Richtig, richtig cool. Aber wir haben jetzt noch was anderes, Sascha. Ah. Du hast da noch was vorbereitet. Genau, oder? Es ist ja nämlich so, dass wir ja auch in der Corona-Zeit tüchtig weiterarbeiten und ich bin ja nicht nur Mitarbeiter im Kigo-Team, sondern auch auf der Kinderfreizeit. So ist es, Kinderfreizeit! Yay! Yay. Die wird definitiv stattfinden und wir arbeiten ganz, ganz heftig daran. Ja. Also wir planen auf jeden Fall jetzt weiter und wir sind guten Mutes, dass sie dann Ende Juli, Anfang August wirklich stattfinden wird. Auf jeden Fall. Ja. Und wenn ihr noch nicht angemeldet seid, meldet euch an. Ihr kennt mich ja noch von der, vielleicht von der letzten Kinderfreizeit auch als Hausmeister und sind auf Hochtouren dabei, was vorzubereiten. Ja. Im Sinne der Nachhaltigkeit haben wir nämlich, einen Moment, noch diese wunderschönen Stühle. Kennst du die nicht irgendwo, Party? Boah, das ist aus dem Gottesdienstsaal. Ich glaube, da habe ich vor kurzem noch drauf gesessen. Genau. Krass. Bevor alles umgebaut wurde, waren so schlappe 40 Jahre alt vielleicht. Wow, wow, wow. Und ich habe hier mein ganz tolles Hausmeisterwerkzeug. Krass. Du bist ja gut vorbereitet. Und im Sinne der Nachhaltigkeit wollen wir dieses Leder hier einfach mal abmachen. Toll. Ja. Und dann können wir das verwenden, wofür? Ja, wir werden bestimmt was Tolles damit basteln, aber jetzt haben wir das schon verraten. Nein, nein, nein. Lieber nicht, ne? Das war ein Test.
wollte wissen, ob du daran denkst, dass wir es den Kindern nicht verraten. Aber ihr könntet euch mal Gedanken machen, was kann man mit so einem Lederflicken machen? Genau. Vielleicht auch überlegen. Nee, lieber nicht die Couch von zu Hause, oder? Nein, genau. Eine Warnung. Jetzt geht bitte nicht los, nehmt eure Scheren nicht und geht nicht los und schneidet in das gute Ledersofa von Mama und Papa einen riesen Flecken rein, weil wir eine riesen Lücke rein, weil wir das vielleicht brauchen könnten. Ja, bitte. Bitte wir haben nicht. Mehr als genug Stühle und außerdem müsst ihr als Hausmeister dafür ausgebildet sein, um so perfekt das Leder abzumachen. Das sieht Wahnsinn. Echt super aus. Ne? Das ist super. Und was wir damit machen, das werdet ihr auch bald erfahren. Ja, das erfahrt ihr dann in Kürze. So, aber den Stuhl können wir dann genau, der ist jetzt all, den können wir wegtun. Genau. Ja, das macht man mit alten Stühlen. Genau. So, wir haben ja jetzt schon drüber gesprochen, was wir so für ein Thema hatten. Das war nochmal? Taufe. Richtig. Nicht Taube. Wir hatten uns im Januar die Bibel angeguckt. Wir haben uns im Februar mit Vertrauen beschäftigt. Und jetzt im März haben wir über Taufe gesprochen. Wir haben auch eine Taufe gehabt am 8. März und das war richtig cool. Sie unter anderem der Ronny, auch Mitarbeiter genau. bei uns, hat sich auch taufen genau. lassen. Das war wirklich ein Riesenfest. Wir haben das sehr gefeiert als Gemeinde. Und wir haben auch schon im Kigo halt die Geschichte gehört, als sich Jesus hat taufen lassen. Und es gibt auch noch eine andere coole Geschichte, die steht in der Apostelgeschichte. Könnt ihr auch nachlesen. Und zwar ist es so, da gibt es den Kämmerer aus dem Morgenland. Was ist ein Kämmerer? Ein Kämmerer ist sowas wie ein Finanzminister, aber ein super reicher Finanzminister. Der war unterwegs mit seiner Riesenkutsche und der hat in der Bibel gelesen. Der hat, ich glaube, Jesaja hat er gelesen und dachte sich, boah, was heißt das denn alles? Ich verstehe das nicht, was da drin steht. Und zeitgleich hat der Engel des Herrn zu Philippus gesprochen und hat zu ihm gesagt, geh auf diese bestimmte Straße, der Engel wusste ja, dass der Kämmerer da unterwegs ist, geh dahin und du wirst auf einen Mann treffen und unterhalte dich einfach mit ihm. Ja, so ist das auch gekommen. Spannend. Und dann sind die aufeinander getroffen und dann hat der Kämmerer gesagt, halt, seine Kutsche angehalten, hat gesagt, ach hallo, wer bist du denn? Und dann sagte Philippus, hallo, ich bin Philippus, was machst du denn da gerade? Und dann sagte er, ich lese in der Bibel oder in der Schrift, aber ich verstehe sie eigentlich nicht. Und dann sagte Philippus, soll ich sie dir erklären? Ja, coole Sache. Dann ist Philippus eingestiegen und die Kutsche setzte sich in Bewegung und er hat ihm alles erklärt, was er nicht verstehen konnte, der Kämmerer. Und der Kämmerer war so glücklich, dass eben Philippus des Weges kam. Er wusste ja zu dem Zeitpunkt nicht, dass Gott seinen Engel beauftragt hat, dass Philippus dahin geht. Und dann kamen sie an einen See oder an einen Fluss, an ein Gewässer. Und dann sagte der Kämmerer, ich könnte mich ja jetzt auch eigentlich taufen lassen, oder? Ja, keine schlechte Idee. Coole Idee. Und dann sagte Philippus, natürlich, das können wir machen. Und dann sind die beiden ausgestiegen, sind ins Wasser gegangen und er wurde einmal untergetaucht und kam wieder hoch. Und der Kämmerer war so glücklich, das hat sich in seinem Herzen richtig ausgebreitet und das war eine Riesenfreude. Ja, und dann ist er fröhlich seines Weges gezogen und mehr lesen wir dann nicht in der Bibel, aber wir können uns vorstellen, dass er wirklich auch ein anderer Mensch geworden ist. Weil das ist es nämlich so, was auch mit der Taufe passiert, dass wir merken, da ist eine riesige Freude in uns und wenn wir uns dann taufen lassen, ins Wasser rein, wieder raus und das erfüllt uns mit Riesenfreude, das können wir halt immer sehen an den Leuten, die sich haben taufen lassen, aber ich habe das auch selber erlebt. Du hast es auch erlebt, glaube ich, ne? Total. Wie war das bei dir? Ja, ich war ja als Kind damals getauft worden und habe das gar nicht so richtig verstanden, habe auch gar nicht so viel mit Jesus zu tun gehabt in meiner Familie, in meiner Kindheit, aber dann bin ich damals mit auf die erste Kinderfreizeit gefahren, also meine erste Kinderfreizeit und habe dann mit vielen Mitarbeitern ganz viel gesprochen, mich ausgetauscht, habe auch den ersten Lobpreis erlebt und das war so schön, dass ich mich gleich darauf, ich glaube 2 Monate später, taufen lassen habe und ich habe eine Wahnsinnsveränderung gemerkt. Ich war viel positiver und habe auch ganz viele neue Impulse gehabt, mich ganz anders aufgestellt. Das war echt wie ein neues Leben. Ja,
Das ist ein gutes Stichwort, dass du gesagt hast, du wurdest als Kind schon getauft, weil das wollte ich auch noch ein bisschen mit euch so weitergeben. Weil man fragt sich ja schon, viele werden als Kind getauft, reicht das denn nicht aus? Was machen denn jetzt die Erwachsenen? Was ist denn das? Und wir hier bei uns in der Gemeinde, wir verstehen die Bibel so, dass wir sagen, nee, wir wollen die Person nur dann taufen, wenn sie eine gewisse geistige Reife haben. Sprich, wenn sie selber verstehen, was sie da tun. Weil man kann sich vorstellen, ein kleines Baby wird nicht von sich selber sagen, kann es eben auch gar nicht, so das will ich jetzt, ich will mich taufen lassen. Mama, Papa, lass mich taufen. Oft können die ja noch gar nicht reden. Und es ist halt so, dass die Taufe symbolisiert, ich will mein Leben jetzt mit Jesus leben. Ich habe verstanden, dass er für mich gestorben ist und dass er auferstanden ist. Und ich habe wirklich verstanden, dass er für meine Sünden gestorben ist. Und ich möchte ein neues Leben mit seiner Hilfe einfach leben. Und das ist das halt, was wir glauben, was wir in der Bibel lesen. Und deswegen sind auch alle so froh, weil sie sagen, yo, ich bin jetzt wirklich verändert. Mich hat das einfach verändert. Und mit Gottes Hilfe kann ich auch jeden Tag mich immer weiter auch verändern. Und ich möchte einfach dieses alte Leben ohne Jesus nicht mehr leben. Ich möchte einfach nach seinen Geboten leben. Und ich möchte einfach auch eben das tun, was ihm gefällt. Jesus hat es uns vorgelebt und das möchte ich mit der Taufe einfach zeigen. Ich möchte ein Zeichen setzen und alle Welt soll das sehen. Und deswegen taufen wir halt keine kleinen Kinder, die das für sich selber noch gar nicht so in Worte fassen können, noch gar nicht verstehen, was da los ist. Deswegen taufen wir halt Erwachsene oder ältere Jugendliche, wie auch immer, das kommt halt immer so ganz drauf an. Ich war noch sehr, sehr jung, als ich mich habe taufen lassen. Aber das war für mich schon damals auch ganz klar. Und das war bei mir so, dass meine Schwester sich hat taufen lassen. Und wir hatten damals, ihr, die ihr Geschwister habt, ihr wisst, wie das ist. Ja. Man versteht sich ja nicht immer so ganz gut mit seinen Geschwistern. Manchmal streitet man sich. Und mit meiner Schwester flogen da schon auch die Fetzen. Die ist auch eine größere Schwester. Habe ich auch zwei, das ist... anstrengend sein. Es gibt aber auch sehr nette große Schwestern. Ja, das hat auch immer Vor- und Nachteile. Man streitet ja nicht nur. Nein, man streitet nicht nur. Und bei meiner Schwester war das so, die hat sich taufen lassen und dann war die plötzlich so fröhlich und so glücklich und so lieb zu mir und so richtig nett. Cool. Und da dachte ich, boah, diese Freude, die will ich auch haben. Das finde ich cool, das möchte ich auch. Ja, und dann habe ich mich auch taufen lassen. Ja, cool. Und ich habe das nie bereut. Hast du das bereut? Nee, überhaupt nicht. Ja, also wirklich richtig cool. Sprecht mit euren Eltern auch drüber oder ihr könnt uns auch ansprechen, wenn wir uns wieder sehen. Gerne. Also das wollten wir euch gerne noch sagen. Und zum Abschluss haben wir noch was Cooles für euch. Mhm. Und zwar hat sich die Judith Ebersmann, ist ja auch eine Mitarbeiterin im KIGO, vor einiger Zeit taufen lassen. Aber nicht hier bei uns in der Gemeinde in dem Taufbecken. Nein, bei der Judith war das was ganz Besonderes. Die war nämlich auf Hawaii. Wow. Das ist cool, das ist ziemlich weit weg. Ja. Guckt mal nach im Internet, ihr könnt es googeln oder falls ihr einen Globus zu Hause habt, guckt ihn euch an. Oder noch einen guten alten Atlas. Oder ein Atlas. Was war das nochmal? Nein, egal. Schaut mal nach und da hat sie sich taufen lassen. Im Meer, am Strand und kann man sitzen ganz viele Leute am Strand und gucken zu. Sie war auch nicht die Einzige bei der Taufe, aber sie ist eben halt dabei und sie hat uns ein Video geschickt. Das gucken wir uns jetzt an und damit verabschieden wir uns auch von euch. Und wir sagen, es hat sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ja, sehr viel Spaß. Macht's gut. Wir freuen uns schon auf nächste Woche auf euch und sagen tschüss. Bis bald. Ciao. Thank you.
Yeah, guys, come stand over here.